2021 und 2024 erscheint Dune zu Deutsch Düne als insgesamt fünfstündiger Zweiteiler im Kino, der auf Frank Herberts gleichnamigen Klassiker von 1965 zurückgeht. Der erste Teil des US-Science-Fiction wurde von 2020 verschoben und erschien damals gleichzeitig im Kino und im TV als Streaming-Angebot, wie sämtliche Kinofilme von Warner zu diesem Zeitpunkt. Dank des weltweiten Corona-Pandemie-Betruges, während dem mit unsinnigen Abstandsregeln, willensschwachen Einfallspinseln die Todesangst vor einer Erkältung und das Vermeiden von Menschenansammlungen, also Kinos, andressiert wurde. Siehe die Covid-1984-Videos. Er spielte aber dennoch bei 165 Millionen Dollar Kosten weltweit mehr als 430 Millionen wieder ein und war ein Erfolg, der auch bei Kritikern gut ankam. Der zweite Teil ist auch ein finanzieller Erfolg, bekam ebenfalls überwiegend positives Feedback, allerdings nicht von mir. Ich kann diese versteckte Woke-Muggelpackung nicht ausstehen und spielte bei 190 Millionen Dollar Kosten bislang in der zweiten Woche weltweit schon über 200 Millionen wieder ein. Für David Lynchs Verfilmung von 1984 und die TV-Serien in 2000 und 2003 siehe die gleichnamige Rare View. Im Jahre 10.191 hat die Menschheit das Weltall besiedelt und verfeindete Adelshäuser streiten um die Macht. Herzog Leto Atreides vom Planeten Caladan wird vom Imperator Shaddam IV. Mit dem öden Wüstenplaneten Arrakis belehnt, dem einzigen Ort, an dem das Spice, zu Deutsch Gewürz, existiert. Eine bewusstseinserweiternde Droge, welche bei andauerndem Konsum zu blauen Augen führt, mit alterungshemmender Wirkung, die den Navigatoren der Gilde die interstellare Raumfahrt mit Überlichtgeschwindigkeit ermöglicht. Unter den Gesandten befindet sich auch die ehrwürdige Mutter von dem Orden der Bene Gesserit. Da diese von Lady Jessica, der Konkubine des Herzogs und ebenfalls eine Bene Gesserit, erfahren hat, dass deren Sohn Paul Atreides, den sie gegen die Ordensanweisung nur Töchter zu zeugen gebar, seit einiger Zeit von visionären Träumen heimgesucht wird. Nach einem bestandenen Test erfährt Paul, dass er das Produkt eines seit Jahrtausenden laufenden geheimen Eugenikprogramms ist, das zur Züchtung eines Übermenschen dient, dem Kwisatz Haderach. Zur gleichen Zeit wird der sadistische Baron Wladimir Harkonnen, Oberhaupt eines seit langem verfeindeten Hauses, das zuvor 80 Jahre lang Arrakis verwaltete, heimlich vom Imperator mit dessen imperialen Sadukar Spezialtruppen unterstützt, die Atreides aus dem Weg zu räumen, da er dessen wachsenden Einfluss im Rat der Planeten sowie die immense Kampfkraft seiner Armee fürchtet. Nach dem Verrat und dem Tod des Herzogs kann Paul und seine schwangere Mutter, welche als Bene Gesserit über besondere Kräfte der Stimme verfügt, was sie auch ihrem Sohn lehrte, dank dieser Fähigkeiten in die Wildnis von Arrakis fliehen. Dort werden sie, nachdem Paul in einem Zweikampf auf Leben und Tod seinen Wert unter Beweis stellt, von den rätselhaften Bewohnern der Wüste, den Fremen, von denen auch die wasserspeichernden Überlebensanzüge stammen, aufgenommen. Und er begegnet Chani, das Mädchen, das Paul immer wieder in seinen Träumen erschienen ist. In der aus meiner Sicht deutlich schwächeren Fortsetzung lernt Paul mit der Zeit ihre Bräuche und besteht den Sandwurmreitentest. Seine Mutter wird durch ein Ritual, sie trinkt das Wasser des Lebens, das aus ertränkten Sandwürmern gewonnen wird, zur neuen ehrwürdigen Mutter und spirituellen Führerin der Fremen, wodurch ihre ungeborene Tochter Alia volles Bewusstsein erlangt. Während sich zwischen Paul und Chani laut Drehbuch angeblich eine Liebesbeziehung entwickelt, erlangt dieser durch das Unterstützen bei Angriffen auf die Harkonnen den Respekt der Fremen und wird als eine Messiasfigur erkannt und verehrt. Nachdem auch er das für gewöhnliche Menschen tödliche Wasser des Lebens trinkt und dadurch absolute Erkenntnis erlangt, er sieht unter anderem, dass seine Mutter die Tochter Baron Harkonnens ist, gelingt es ihm, die Fremenführer unter dem Banner der Atreides zu vereinen. Er attackiert mit seinen Truppen die Festung des Imperators, der dessen Herausforderung annahm und mit seinem Schiff nahe der Hauptstadt Arrakeen landete, und nimmt ihn mit seiner Tochter Prinzessin Irulan gefangen. Als Kriegsschiffe der anderen großen Häuser im Orbit von Arrakis erscheinen, droht Paul mit den verbliebenen Atomwaffen seiner Familie alle Spice-Felder zu zerstören, tötet in einem Zweikampf den letzten Harkonnen und zwingt dann den Imperator, sich ihm zu unterwerfen. Um seinen Anspruch auf die Herrschaft zu sichern, will er dessen Tochter Irulan zur Frau nehmen. Chani wendet sich angefressen wie ein beleidigtes kleines Kind von ihm ab, verschwindet in der Wüste und der Film endet mit dem Beginn des Heiligen Krieges, da die großen Häuser seinen Anspruch nicht anerkennen. Der Soundtrack stammt diesmal von Hans Zimmer.
Der größtenteils gut besetzte und atemberaubend aufwendig inszenierte Film von Denis Villeneuve, siehe auch Blade Runner 2049, den ich übrigens auch nicht ausstehen kann, und das Buch erzählen zwar fast die gleiche Geschichte, der Film erzählt diese allerdings in Monaten, im Buch sind es 5 Jahre. Und auch nicht ganz bis zum Schluss, er endet mit einem Cliffhanger. Und es gibt noch weitere Unterschiede, wie fehlende Nebenhandlungsstränge dank plötzlichem Verschwinden von Figuren, durch Political Correctness motivierte weggelassene Vorlieben, in der Vorlage steht Baron Harkonnen auf Jugendliche, die dem 15-jährigen Paul Atreides ähneln, schwachsinnige Gender-Swaps, bei denen aus hochinteressanten männlichen Charakteren plötzlich mäßig bis völlig uninteressante weibliche werden. Oder dass der talentfreie Mary Jane-Ersatz aus Spider-Boy hier ein zweites Mal als talentfreier Chani-Ersatz komplett verkacken darf. Zu keiner Sekunde wird klar, was Paul an der unsympathischen, unnötig unattraktiv dargestellten Mekka-Ziege findet, die sich hier im krassen Gegensatz zur Vorlage ständig in den Vordergrund aufspielt und anscheinend zur Stimme der aus dem Arsch, ich meine natürlich Sandkasten gezogenen Skeptiker befördert wurde, die nicht an den Propheten glauben. Im Buch gibt es keine ungläubige Fraktion. Und sie haben hier auch kein gemeinsames Kind, wie in der Vorlage, das während eines Überfalls getötet wird. Einer der Hauptunterschiede ist auch das Weglassen des Aaliyah-Charakters, Pauls übernatürlicher Schwester, die eigentlich den Baron erledigt. Hier aber dank der verkürzten Zeitspanne noch nicht geboren wurde und nur als Fötus und in einer hanebüchenen Zukunftsvision auftaucht.